Also ich bin Irina Reister-Achammer, ich bin aus Hambach logischerweise und ich spiele beim Spektakel 900 die Trompete im Orchester. Nein, ich spiele schon seitdem ich 11 bin, also schon einiges an Jahren. Und das mache ich ja semi-professionell, sprich ich bin eine Musiklehrerin und ja, spiele wie gesagt seit 39 Jahren. Das Stück, das mir am meisten Spaß macht, aber das wechselt immer. Aktuell ist es tatsächlich der Cocoa Swing, weil der halt einfach swingig und modern ist. Aber ich glaube, grundsätzlich ist hat jedes Stück seine Berechtigung, weil es halt so schön in die Szene mit einpasst. Die haben schon gut durchdacht und ja, im Gesamtkonzept passt es einfach gut. Passt jedes Stück gut rein. Ein Stück, ja, natürlich, jedes Stück hat seine Herausforderung, weil es ja intonationsmäßig jedes Mal eine Herausforderung ist. Also wir spielen immer zu unterschiedlichen Situationen. Der Chor singt mal leiser, mal lauter, dann müssen wir uns anpassen. Also es gibt kein Stück, das immer gleich ist, sondern man muss sich immer auf die anderen einlassen und auf die anderen hören. Gute Frage, warum soll ich dir das anschauen? Ja, weil es einfach ein Spektakel ist, wo ganz viele Leute, also ich glaube insgesamt über 150, ehrenamtlich dafür engagieren und mit allem beisitzen, ob es Singerkinder, ob Springkinder, ob Schauspielerkinder, auch die Verantwortlichen dafür alles geben und glaube ich auch nicht auf Zuschauer und also sowas gehört halt honoriert und was man halt da aufbaut um am Fromberg, das, ja, das wird bestimmt nicht alle Jahre und nicht alle 10 Jahre. Ob es in 100 Jahren noch stattfindet, wissen wir nicht, weil wir da nicht mehr sind. Aber wie gesagt, das ist schon für uns jetzt eine einmalige Gelegenheit. Deshalb sollten Sie sich das die Zuschauer anschauen.